Hallo, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Andreas und ihr seht Watch Dogs. In der letzten Folge habe ich ja ganz schön gefehlt, ne? Irgendwie bin ich da auf keinen grünen Nenner gekommen mit diesem Vernichter. Ne, Vollstrecker, Vollstrecker heißen sie ja. Ne? Und ich habe dann mal wirklich recherchiert, aber ich glaube, das habe ich auch schon in dem Outro von dem letzten Video gesagt. Tja, wir müssen quasi, man kann die im Wesentlichen wirklich nur mit Sprengstoff kaputt machen. Und bevor ich das nächste Mal sowas mache, werde ich wohl langsam mal dazu übergehen, dass zu skillen, dass ich diese USV benutzen kann. Das sind diese Bomben, die kann man bauen und landen dann. Ne? Face Found. Ne? So, hier gibt es kein Bild dazu. So, na gut. Ich kann das ja mal kurz zeigen. Falsch. Da. Fähigkeitenbaum. Und da kann man hier die USV, die unkonventionelle Sprengvorrichtung, für die Experten für diejenigen, die keine Experten sind, USV heißt eigentlich unterbrechungsfreie Stromversorgung und ist wie so eine Art Notstromaggregat für Serverräume und sowas, dass die quasi entweder die ganze Zeit Saft kriegen bei einem Stromausfall oder aber zumindest so lange Saft kriegen, bis sie kontrolliert runtergefahren werden können. Na, und ihr seht schon in dem Video, die kann man einfach irgendwo hinpflanzen und kann die dann quasi im Gegensatz zur Granate, die explodiert einfach so, kann man die USV dann einfach einfach fernzünden dann, ne? Okay. Das kommt aber irgendwann, wenn ich mal wieder ein paar Punkte übrig habe. Und dann dachte ich mir Folgendes. Und zwar, ich will ein paar Schachrätsel machen für euch. Hier hinten zum Beispiel sind welche. Ich habe letztens... ich habe gesehen, dass da ein Spieler, der spielt auch Watchdog, hat auf mein Video quasi einen Kommentar geschrieben. Also ich hatte dieses Video Schachmatt. Hat geschrieben, dass er Schach nicht wirklich versteht, dass er das Spiel auch gerne durchspielen möchte. Und Notrufzentrale, was ist der Grund Ihrer Ach, komm. Polizei, schnell! Ja, ich hau mal lieber ab. Der möchte gerne das Spiel durchspielen, hat keine Ahnung von Schach. Und da habe ich ihm sozusagen in einem Kommentar gleich geantwortet. Und jetzt dachte ich mir, könnte ich das gleich für euch auch ein bisschen machen. So. Das stimmt was nicht mit dem CTOS-Scan. Moment. Okay. Nicht verfügbar, scheiße. Alle Einheiten, CTOS-Scan beendet. Position des Verdächtigen wird übermittelt. Na gut, dann muss ich erstmal flüchten. So war das natürlich nie gedacht. So, hier eben um die Ecke. Oh shit! Mist, das war natürlich doof, da jemanden umzubringen. Das wollte ich nicht. Kontrolliert die Tunnel. Genau, kontrolliert die Tunnel, aber ich bin gar nicht im Tunnel, also macht nur. Und. Zack! Flucht erfolgreich, dafür kriegt man noch schön EP. So muss das sein. So, ich kann mal hier bei der Gelegenheit vorherstellen. Braucht man immer wieder. Immer wenn man irgendwie gestört wird von irgendjemandem. So, Verbrecherkonvoi. Nee. Das mache ich. Entschuldige. Verbrecherkonvoi mache ich so schnell erstmal nie wieder. Na, wie gesagt, da brauchen wir erst die Bombe. So. Okay. Hopp, Mensch. Jetzt können wir Schach spielen. Ich hoffe, der hat noch weitere Puzzle. Ah, siehst du, das ist Nummer 3. So, in einem Zug muss das wieder gehen. Wo ist denn der König? Da hinten ist der König. Das ist die Dame. Die könnte ich natürlich jetzt... wenn ich sie hinstelle, wird der... Achso, vielleicht muss ich mehr erklären.
Das Pferd, ihr seht schon, kann so gezogen werden, immer quasi der sogenannte Rösselsprung. Ja, der kann quasi nicht direkt gezogen werden. Das Pferd ist jetzt keine, kann auf keiner Position den König Schach setzen. Die Dame kann jetzt hier runtergezogen werden oder alternativ hier rüber, setzt den König Schach, kann aber von dem Turm geschlagen werden, das ist natürlich doof. Hey, Moment, die Dame hier schlagen. Wenn ich die Dame den Bauern schlage, dann steht der König im Schach. Der kann nicht hier hingehen, weil er dann immer noch bedroht wird von der Dame. Er kann nicht hier hingehen, weil er bedroht wird von der Dame. Er kann die Dame auch nicht schlagen, weil das Pferd, wie man hier schön sieht, dieses Feld deckt. So, Frage, kann er von irgendeinem anderen geschlagen werden? Das sieht nicht so aus. Dann ist das natürlich ein recht einfacher Rätsel. Da. Okay, nächstes Puzzle. Aha, die 4. Heißt das, ich kann die jetzt alle durchspielen? Na gut, dann machen wir eine Sonderfolge, ne? Gibt's halt mal eine Sonderfolge nur mit Schachpuzzeln. Okay, fang an. Okay. Mist, was war jetzt die Option? 2 Züge. Okay, das wissen wir schon mal, in einem Zug geht's nicht. Jetzt könnte man natürlich 4 probieren. In einem Zug geht es nicht. Wenn ich mit dem Pferd den Bauern schlage, dann steht der König im Schach. Der daraufhin nicht hier hingehen kann. Der kann auch nicht hier hingehen. Er kann nicht hier hingehen. Er kann auch nicht hier hingehen. Er kann nur hier hingehen. Er kann nur hier hingehen. Interessanterweise kann man bei dem Pferd auch keinen dazwischen ziehen. Das heißt, er hat wirklich nur die Möglichkeit, nach hierhin abzuhauen. So, wie nützt uns das? Na, wir machen es einfach mal. Verdammt. Er kann auch dorthin gehen. Sowas. Das ist ja blöd. Wieso habe ich denn nie gesehen? Na gut. Okay, können wir die Sache irgendwie noch retten? Können wir die Sache jetzt noch irgendwie retten? Die mit der Dame operieren irgendwie. Wenn ich hier hingehe, ist Schach. Das bringt uns aber nichts. Zumindest nicht für einen Zug. Wenn ich hier hingehe, ist auch Schach. Und das Pferd beschützt die Dame. Das Pferd beschützt die Dame. Der Läufer kann nicht schlagen. Die Bauern sind eh viel zu weit weg. Die Türme sind auch nicht auf der richtigen Höhe. Wohin kann der König dann rennen? Der kann nicht hier hin, der kann nicht hier hin. Er kann nicht hier hin. Mist, er kann das Pferd schlagen. Er kann das Pferd schlagen und damit ist er aus dem Schneider. Das ist also auch doof. Ziehe ich die Dame stattdessen hier hin, ist die Dame nicht mehr geschützt. Ich glaube, das muss ich nochmal neu starten. Ich glaube, dieser Zug mit dem Pferd war nicht gut. Hallo? Komisch. Neu starten. Ja, bitte. Du bist am Zug, Kumpel. So. Was können wir stattdessen machen? In 2 Zügen sollen wir den König Schachmatt setzen. Also ihr seht, das Rätsel ist schon deutlich anspruchsvoller. Na?
Okay, der König, die Dame kann ich hier hinsetzen, da wird die auch von dem Pferd gedeckt. Die Bauern können dagegen nichts machen, der Läufer kann dagegen nichts machen, die Türme auch nicht. Der König kann nicht hier hin, der König kann nicht hier hin, der König kann auch nicht hier hin oder hier hin. Er kann nur hier hin. Nein, hier kann er auch nicht, der kann nur hier hin. Oh, das ist doch so. Gut. Und wenn ich jetzt mit dem Pferd hier hingehe, ist der König wieder im Schach. Der Läufer kann nichts dagegen tun, die Bauern ebenfalls nicht, der Turm auch nicht. Der König kann die beiden Figuren nicht schlagen. Er kann nicht hier hin, weil da steht er von der Dame im Schach. Er kann nicht hier hin, da steht er auch von der Dame im Schach. Hier auch nicht. Das ist die Lösung. Sehr gut, Kumpel. Ja, sehr gut, danke. Was wird es denn heute? So, machen wir noch mal eins. Die fünf, wieder in zwei Zügen. Macht einen Zug. Da ist er, der König. Ach du Scheiße, diesmal haben wir nicht gerade vier Figuren auf dem Feld. Okay. Die Dame hier hin. Wenn ich die Dame hier hinsetze, da können die Bauern mich mal kreuzweise. Na? Der König kann die Dame auch nicht schlagen, weil das Pferd ihn deckt. Die Dame selber kann auch nichts dagegen tun. Das Pferd kann auch nichts dagegen tun. Das ist erstmal, denke ich mal, die richtige Strategie. Das habe ich beim letzten Spiel auch so gesagt, aber egal. So. Aha. Und wenn ich jetzt das Pferd hier hinsetze, dann kann mich wieder keiner schlagen. Der König steht im Schach. Er kann nicht hier hin, weil die Dame dort schon steht. Er kann nicht hier hin, weil hier die Dame steht. Er kann nicht hier hin. Und sein Bauern kann er eh nicht schlagen. Na, komm her. Zack. So, liebe Leute, die mache ich aber doch keine Sonderfolge. Ihr wollt ja ein bisschen was anderes sehen. Das soll jetzt erstmal Gemacht. was gewesen sein. Es waren jetzt drei Schachrätsel. Ich hoffe, Nicht so gut. ihr hattet trotzdem Spaß. Diejenigen, die nicht so auf Schach stehen, diejenigen, die vielleicht das Spiel durchspielen wollen, aber noch nicht so viel Ahnung von Schach haben, haben vielleicht ein bisschen was gelernt. Oder wenn das nicht, dann sehen sie wenigstens das als eine Art Komplettlösung. Ja. Ist ja auch in Ordnung. So, was haben wir denn hier? Was ist das? Verbrecherkonvoi und fixer Auftrag. Ist natürlich wieder ein Rennen. Hier haben wir noch eine Sehenswürdigkeit zum Scannen, die ich noch nicht habe. Was ist das? City Games, Wetten. Aha, Hütchenspiel. Hütchenspiel. Nie wieder Hütchenspiel, nie wieder in die Spielothek. Wow. Der zieht aber ganz schön los hier. So, machen wir ein Hütchenspiel. Haben wir noch nicht gar nicht gehabt. Können wir auch mal machen, ne? Das sieht so aus, als wäre der unten, ne? Drunter. Ach so. Ach, Mensch. Das ist total ungewohnt, dass hier B springen ist. Schauen wir mal, hä? Ob das so ein illegales Hütchenspiel ist, also so quasi so ein gecheatetes Hütchenspiel. Ja, man kennt das, naja, man kennt das hoffentlich nicht, aber man hört das immer wieder, dass quasi in größeren Städten da irgendwelche Banden da quasi Passanten abzocken, indem sie Hütchenspiel anbieten. Und de facto das Ganze alles nur gefaked ist und man da echt nie vertrauen kann. Naja, guckst du. So, Leg Stufe dein Geld auf wählen. den Tisch. Stufe 2. Ah, guckst du.
Na gut, probieren wir es mal, hä? Wie viel setzt du, Mann? So, in der Mitte. War ich zu schnell? Diese Gäste, die ist irgendwie sehr, naja. So, ich bin ziemlich sicher, dass sie hier ist, wenn er nie gecheatet hat. Das da. Ach komm schon, Mann, den hättest du nicht finden dürfen. Ach komm, hätte schwerer machen müssen. Noch eine? Nett. Komm schon, Mann, spielst du noch eine Runde? Klar, los, Stufe 2. Hä? Komm schon, Mann, lass die Scheine sehen. Ach so, man steigt automatisch in eine Stufe höher. Wo ist die Kugel, Mann? Hey, lass dir mal eine neue Position einfallen. Da. Nein. Was? Reingelegt. Noch ein Versuch? Kann man das irgendwie Ach, komm schon, Mann. kann man da irgendwas machen? Nee, nee. Bin raus. Reingelegt, hat er gesagt. So, da guck gleich mal. Halt, falsch. Oh, Entschuldige. Bleib mal ganz locker. Rennt weg. Halt. Ich wollte gucken, ob es da irgendwas gab. Irgendwo hatte ich es, glaube ich, gab es irgendwas mit dem Spiel. Profiler Optimierung, nee. Transformatoren auch nie. Hier sieht es auch nie gut aus. Kampf wird es wohl eher nie sein. Fahren wird es auch nie sein. Da muss ich mal im Internet, ach Quatsch, im Internet, da muss ich im Video nochmal gucken, ob ich einfach nur zu blöd war oder ob der mich wirklich irgendwie reingelegt hat. Die kritische Infrastruktur der Stadt gehört in eine demilitarisierte Zone. 11 Menschen starben, weil die Stadt die Kontrolle abgab. Ein Hacker zeigte die Schwachstelle im Netz. Hacker Raymond Cannon ist ein Held. Kein Terrorist. Chicagos CTOS ist angreifbar. Die Bürger sind angreifbar. Übernehmt Kontrolle. So, die Miedemore-Molkereibetriebe. Oh mein Gott. Da muss ich erstmal niesen, ne? So, mal rausschneiden. Hoffentlich. Okay. Verbrechen erkannt. So, was machen wir denn jetzt denn noch? Ja, ich würde sagen, einfach die nächste Mission, oder? Was ist das hier? Herstellung. Ach so, das ist hier der Tobias. Na gut. So, hier zack aufs Motorrad. Boah, shit. Was war das? Menschen hier fahren wie die Irren. Neulich hat mich so ein Typ mit mir. Was hat mich da in die Luft gejagt? Sind Sie blind? Dein Ernst, Pan? Scheiße, ich bin hier gegen diesen Transformator gefahren. Mist, ey. Ah. Was für eine fiese Falle. Naja. Glücklicherweise zähle ich hier meine Tode nie. Ja, bei Assassin's Creed habe ich es ja gemacht. Einfach so aus Spaß. Und da bin ich natürlich deutlich besser gewesen. Weil ich das Spiel einfach kann und kenne und so. Aber hier bei so einem Spiel, wo wollte ich dann mit nie anfangen und jetzt so mittendrin anfangen, ja auch ziemlich sinnlos. Komm hier, geh mal weg. Was mich doof findet, dass der hier die Markierung vergisst. Okay. So. Da wollen wir jetzt in den Bunker gehen, ne? Hoppala, Entschuldige.
Oh oh, das war der Timer, der da vibriert hat bei mir. Das bedeutet, ich werde das mit dem Bunker nicht mehr heute machen, sondern in der nächsten Folge, ne? Hier ein fast leeres Plätzchen. Werden wir in der nächsten Folge sehen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig für euch. Ein bisschen Schach, ein bisschen mal mit Hütchenspiel. Immer gewonnen, immer verloren, so eine Scheiße. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ihr seht also, Schachspieler leben echt gefährlich. Ne? In dieser Folge ist nichts passiert. Wir haben nur Schach gespielt und Hütchenspiel gemacht. Und trotzdem bin ich am Ende gestorben. Wie das sein kann, ich weiß es nicht. Naja, ich schaffe das eben. Ne? Bei mir gibt es immer Action. Und wenn nichts passiert in der Folge, gibt es eben am Ende nochmal eine richtig fette Explosion. Mal gucken, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Bis dahin, bye bye.